Ja, hallo, ihr Lieben, willkommen zurück zu Let's Play, die Reise ins All. Das letzte Mal waren wir in Dr. Falkensteins Labor angekommen. Labor, Schloss, nicht Labor. Ja, eins Labor gemacht, noch später. Aber wir werden erstmal ein bisschen hier erkunden. Dürfen wir ja, hat der Igor gesagt. Und wir untersuchen erstmal ein Wappen des Schlossherrn. Ein Namensschild mit Innern, im Innern des Altenheims. Okay, das Gemälde verfolgt uns. Fühle mich von diesem Gemälde auf Schritt und Tritt beobachtet. Das vermag man auch mit einer außergewöhnlichen Maltechnik zu erreichen. Das ist keine Maltechnik, das ist was anderes. Lesen Sie nur, meine Herren, dieses Gemach scheint der buckelige Diener zu bewohnen. Verschlossen, bin aber nicht sonderlich unglücklich darüber. Ich will nicht wissen, wie es da drin aussieht. Dieses Geräusch gefällt mir gar nicht. Keiner drin! Na klar, ist keiner drin. Wie entsetzlich. Aber, verehrteste, Sie werden sich doch nicht von einem Gemälde ängstigen, Herr Professor? Nein, mich lässt nun diese Hände der weltlehrische Kunstgeschmack erschauern. Naja. Aha, prächtig. Sie interessieren sich plötzlich für Kunst, Herr von Magwitz. Schnickschnack, bewundere nur den Araber-Hengst auf dem Bild. Kühnes Vollblut, durch und durch. Na gut, wie du meinst. Slokander heute von seinen Vereinsfreunden in inniger Zuneigung als Geschenk dargeboten. Gartenfreunde Heiterrissen eingetragen im Verein. Oh Gott. Naja. Oh, das nervt ein bisschen. Die Tür ist fest verschlossen. Brrr, man schnuppert, sträubt sich, als wäre ich ein alter Kater. Hier liegt Ladung in der Luft. Ja, das sehe ich auch. Was ist das? Puh, was für ein düsteres Asyl wird uns denn hier geboten. Ich mache mal das Licht an. Licht aus, an. Aus, an, aus, an, aus, aus, an, natürlich. Sally Mary, steinernes Franken, Höhenzüge und Kleinstgebirge neu erzählt. Bremens Tierleben, Sonderband Wölfe und Fledergetier. Mhm. Was ist denn da alles für... Wir haben... Ah, Entschuldigung. Auf den alten Brettern der Schranke steht ein einsames Fläschchen Riechwasser. Ach geil, haha. Wenn man auch schon nicht nur 90 Stück kennt und das ist nichts verschwindet, ne? Was ist das? Die leeren Fächer sind dafür gedacht, die Habseligkeiten der Gäste aufzunehmen. Mhm. Auf Ex! Wahrscheinlich wieder total total stark das Zeug. Was ist das denn? Das sind genau die Szenarien, die mich in erquickliche Schlummer zu senden vermögen. Also das darstellen. Keine Ahnung. Naja. Erstens, meine Herren, ich bin nicht müde. Und zweitens, Sie schlafen auf der anderen Seite der Wand. Pardon, teuerste. Grundgütiger, ich laufe rot an wie ein Schuljunge. Na gut. Wie du meinst. Halt mich, Zwicks. Das ist ein eindrückliches Zeichen, dir etwas übersehen zu haben. Okay. Oh, wie ich das abscheue. An die Jagd von Tieren nur um der Trophäe willen. Eckhaft. Habe noch nie etwas unterhalb einem Zwölfenders geschossen. Zwölfender wird das durchaus ausgesprochen, oder? Ich habe eine Idee. Der Schrank ist leer. Nee, ich wollte... Ich wollte irgendwie verschieben oder so. Irgendwo muss es doch weitergehen, oder? Einfach mal die Wände untersuchen. Das tut mir ja was. Aber anscheinend nicht. Ja, hat die Karre. Immer noch übersehen, ja. Ja. Ach, da. Ja. Hier ist doch etwas.
Besehen Sie sich einmal aufmerksam den Teppich, meine Herren. Nun, er liegt nicht gerade. Gnädigste haben der schlimme Ordnungsmüll. Könnten Kölner Feldbibel werden. Die werden sehen. Ein Schlüssel. Ein Glück, dass Ron Eleonore so unsichtig und ordentlich ist. Nicht wahr, Leutnant? Aber wozu mag der Schlüssel dienen? Das sind kleine Ankerbungen aufgebracht. Aha! Und? Wir sollten uns den Schlüssel in Ruhe besehen. Aber erst wird hier endgültig Ordnung geschafft. Ich merke genau, dass sie schlafen. Aber Ordnung muss sein. Nun wenden wir uns einfach dem Schlüssel zu. Schlüssel, Schlossschlüssel. Ein Schlüssel mit kleinen Ankerbungen. Auf den Schlüssel sind kleine Ankerbungen zu erkennen. Nach genauer Betrachtung ist die 1,4. Ich werde es mal aufschreiben. So, aufgeschrieben. Was auch immer, wozu man das auch immer brauchen mag. Irgendwann werden wir sehen. Oho, hier scheinen die Räume unseres verehrten Gastgebers zu liegen. Lassen Sie mich raten, Leutnant. Verschlossen? Dachte ich mir doch. Vielleicht einen Schlüssel benutzen? Anscheinend doch nicht. Na gut. Ist das hier? Ach, das ist ein langer Gegner. Da bin ich noch zu müde. Du siehst nichts. Na gut. Aber ich höre immer noch den Regen. Ganz einfach, weil es nicht abgebrochen wird, das Geräusch. Ja, das schaffst du so, das schaffst du so. Kam ich hier vielleicht rein? Nein. Schade. Fugdragon, frisst der Karpaten. Eine schlichte Arbeit und zudem mehr Produkt der Fantasie als echter Zeitzeugenschaft. Besonders das schreibige Tier, das sich überall herumringelt, ist einfach lächerlich. Naja. Fetia der Schlinger. Scheint prächtiger Kerl gewesen zu sein. Fetia, ein fürchterlicher Wüterich. Das Volk lebt in Angst und Schrecken. Aha, also diszipliniert und gehorsam. Naja. Schlüssel passt. Ah, sag es durch. Sehe weiteren Schlüssel auf Tisch. Ich geht. Beruhigen Sie sich, Teuerste. Beruhigen? Das sind Ratten. Herr Professor, Ratten. Ich glaube, Lösung gefunden zu haben. Sie werden einfach auf Bänke sprengen, wenn sich ein vorwitziger Nacker gnädigster nähert. Na gut, aber wer eines dieser Wesen kommt mir zu nahe? Och nö, nicht auch noch sowas. Ja, ich hasse dich. Eleonore. Ja, ich wollte springen. Ja, komm, fick dich. Ja, wieso kann das sie mich denn nicht... Ja, komm mal. Alter, wie unfair. Geht doch. Nein. Oh, danke. So, Schlüssel, Schloss, Schlüssel. 2,3 mal ausschreiben. Heißt das vielleicht zweite Ebene, dritte Tür, 2, 3, könnte es sein. Schlüssel passt. Ich habe das glaube ich durchschaut. Patzblitz, furchtbarer Fund. Die Socken des Doktors, fort. Socken des Doktors. Ha, lol. Was hat denn das? Das scheinen die Ladungsstäbe zu sein. Damit lassen sich Blitze umleiten. Könnt mir damit nicht diese Sicherung im großen Saal ausschalten? Eine gute Idee, Teuerste. Doch leider sind diese Stäbe hier mindestens 25 Meter lang. Sollten wohl ein Haus in den